Auf jeden Fall ganz, ganz herzlich willkommen heute bei M-Point Talk. Wir haben den 29.07. und bei uns ist es immer so, ich stelle Sie einmal ganz kurz vor, damit unsere Zuhörer so ein bisschen wissen, wer Sie sind und was wir machen und was es eigentlich geht. Sie sind geboren und aufgewachsen in Bargteheide, ich lese es hier ab, haben Abitur am Kreisgymnasium gemacht, dann waren Sie in England, danach haben Sie studiert in Freiburg. Während des Studiums, was ja auch sehr spannend ist, waren Sie bei der UN in New York. In 2002 haben Sie einen Abschluss da gemacht, die Ausbildung ging dann weiter, jetzt nach Berlin von 2003 bis 2004 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Europäische Politik. Dann 2004 sind Sie der Partei Die Grünen beigetreten und 2008 wurden Sie zur Landesvorsitzenden in Hamburg gewählt. Seit 2015, Frau Wegmann, sind Sie zweite Bürgermeisterin hier in der Hansestadt und Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung. Super! Irgendwas Wesentliches vergessen? Ich glaube, das war so der Schnelldurchlauf. Ich habe aufmerksam zugehört. Ich weiß nicht, ob in Lüneburg die lange Phase dabei war, auch an der Leuphana. Ansonsten muss man ja dieser Tage mit gespitzten Ohren da sitzen, wenn es um Lebensläufe geht. Aber es war zumindest nichts dabei, was nicht der Wahrheit entsprochen hätte. Das haben Sie jetzt sehr schön gesagt. Super gute Karte. Ich sehe gerade hier im Chat noch den Kommentar, dass die Behörde jetzt natürlich nach der letzten Wahl noch die Zuständigkeit für die Bezirke dazu bekommen hat. Ach, gut, einen weiteren Buchstaben und ein weiteres spannendes Feld. Okay, super. Ja, man sollte alles, das sollte schon alles so stimmig sein. Da kommen wir gleich dazu. Ich will aber erstmal mit meiner ersten Frage beginnen. Thema Wissenschaft und Forschung. Und wir sind ja ein Unternehmernetzwerk, Frau Fegebank, knapp roundabout 1500 Hamburger aus der Metropolregion Unternehmerinnen und Unternehmer sind bei uns organisiert. Und da ist natürlich die Frage, dass Wissenschaft und Forschung hat vom Image her immer so ein bisschen den Anschein, als säße die Wissenschaft im Tüttelchen Elfenbeinturm und es würde da einfach sehr realitätsfern vor sich hingeforscht werden. Das ist eigentlich so ein bisschen den Eindruck, den man von Wissenschaft hat. Natürlich wissen wir, dass dem nicht so ist, aber wie ist tatsächlich die Vernetzung von Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft organisiert? Läuft das über Ihren Schreibtisch? Wie funktioniert so etwas? Ja, erstmal tun wir natürlich wahnsinnig viel schon seit vielen Jahren und zwar nicht nur wir in der Behörde, sondern gemeinsam mit unseren Wissenschaftseinrichtungen, Forschungsinstituten, aber natürlich auch den Hochschulen allen voran und den befreundeten Behörden aus der Wirtschaft beispielsweise, um diesem Eindruck, der sich, glaube ich, ziemlich verfestigt hat über viele Jahre und Jahrzehnte, tatsächlich, dass es eine Trennung gibt, dass es ganz schwer ist, die verschiedenen Bereiche zusammenzuführen und auch zu lernen, eine Sprache zu sprechen. Da haben wir ganz viel gemacht in den letzten Jahren, um Brücken zu bauen, um Herzen zu öffnen, um Synergien zu entdecken, aber vor allem Plattformen zu schaffen, ganz viele Kooperationsmöglichkeiten zu entwickeln, Ideen miteinander auszutauschen und darüber eben auch Innovationen in Gang zu setzen. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass die Zukunftsfähigkeit der Stadt, die Wettbewerbsfähigkeit, unser Wohlstand, auch die Frage, wie wir eigentlich die Arbeitsplätze von jetzt halten und die von morgen schaffen, ganz, ganz entscheidend davon abhängen wird, wie die Bereiche Wissenschaft, Forschung und dann eben auch Transfer und Übersetzung von Erkenntnissen aus der Wissenschaft in die Wirtschaft und in die Praxis tatsächlich auch aussieht. Und man hat sich das nicht so vorzustellen, dass da Dinge über meinen Schreibtisch gehen. Das ist wieder sehr, sehr formal gedacht oder sehr bürokratisch gedacht. Die Dinge entstehen bei Begegnung. Die entstehen durch das, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben, die Wirtschaftsbehörde und meine Behörde, nämlich die regionale Innovationsstrategie, wo wir mit ganz, ganz vielen Playern aus den unterschiedlichen Bereichen geguckt haben, wo stehen wir eigentlich, was sind Felder, die wir in Zukunft anpacken wollen und wo sind eigentlich Bedürfnisse von Unternehmerseite. Und das gilt es, also diesen Weg gilt es in Zukunft auch noch weiter. Gerade dieses IS, regionale Innovationsstrategie, da gab es, glaube ich, im Mai ein Treffen. Wer schiebt so etwas an und um was geht es da?
Ja, auch das klingt erstmal wieder sehr abstrakt oder sehr weit weg. Regionale Innovationsstrategie, das ist dann in eine sogenannte Drucksache gegossen worden. Das ist eigentlich das Forderungspapier oder Vorhabenspapier unseres Senats, der aktuellen Hamburger Regierung. Das ist angeschoben worden von unserer Behörde, vor allem von der Wirtschaftsbehörde, und wir ganz eng mit dabei und an Bord. Auch die Senatskanzlei mit dabei, in vielen Runden und Workshops mit unterschiedlichen Beteiligten aus Wirtschaft, aus Verwaltung natürlich auch, politische Akteure, um zu hören, wo stehen wir eigentlich im Bereich der Innovation. Und da kann ich immer nur aus der Perspektive von Wissenschaft, Forschung, also aus Hochschulseite und auch von der Perspektive unserer Forschungseinrichtungen sprechen, dass wir da riesengroße Sprünge gemacht haben in den letzten Jahren. Hamburg galt lange nicht als das, ich sage das jetzt ein bisschen überspitzt, Mekka für exzellente Forschung, für brillante Köpfe, für die Innovationen von morgen made in Hamburg. Und das hat sich schon langsam ein wenig geändert, nicht zuletzt durch den Exzellenzstatus, den die Universität Hamburg erworben hat im Jahr 2019, 2020 oder 2019 war das so, mit vielen wissenschaftlichen Schwerpunktfeldern, den Ideen, die wir jetzt haben, mit Blick auf Bahrenfeld beispielsweise, wo das erste Mal in der Geschichte Hamburgs ein durch die Wissenschaft angetriebener Stadtteil entstehen wird. Wir haben da jetzt schon exzellente Forschungsinfrastrukturen. Wir haben mit dem X-Fell den weltweit größten Röntgenlaser. Wir haben Elektronenbeschleuniger dort. Das lädt also Top-Leute aus aller Welt, und wir spüren das, weil wir da auch ein Alleinstellungsmerkmal haben, ein, nach Hamburg zu kommen. Und das macht uns diverser, das macht uns international und das macht uns vor allem auch exzellent. Und da gilt es jetzt zu gucken, wie kann man das übersetzen, wie kann man Unternehmen, kleine, mittelständische, die großen Player einladen, mitzumachen, wie kann man Gründungen befördern, wie kann man Startups ansiedeln, und da entsteht gerade ein super spannendes Ökosystem, nur um ein Feld zu nennen. Ich merke einfach, die brennen ja für dieses Thema und wie Sie das Ja, auch, wie Sie das vermitteln. Sind selbstverständlich. Sie, brennen Sie grundsätzlich für Wissenschaft und Forschung? Ist das, sind Sie eben so ein neugieriger Mensch, der sagt, oh, da muss doch irgendwas gehen? Ja, also sonst könnte ich den Job gar nicht machen. Also wer da mit Langeweile und angezogener Handbremse rangeht und nicht wirklich alles jeden Tag dafür tut, optimale Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich unsere Hochschulen entfalten können, also wirklich die in der Verfassung verankerte Freiheit von Forschung und Lehre, und ich ergänze immer noch Transfer, tatsächlich zu leben und umzusetzen, wer da nicht anfängt zu brennen, ob der vielen Initiativen, Erfolge, aber vor allem der brillanten Köpfe, die wir hier haben und die wir auch weiter nach Hamburg holen wollen, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen. Und ich denke, nicht zuletzt die Herausforderung mit Blick auf die größte Menschheitsaufgabe der Klimakrise zeigt, welche Bedeutung Wissenschaft, Forschung haben. Aber wir merken das doch jetzt jeden Tag in der Pandemie. Erstens habe ich den Eindruck, dass das Vertrauen, das Hinhören auf die Wissenschaft, wann hat es das jemals vorher gegeben, dass in sämtlichen Pressekonferenzen der Bundesregierung, die dann auch noch live übertragen werden, auch immer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit an der Seite saßen, dass man Erkenntnisse miteinander teilt, dass man anhand von Modellierungen zeigt, wie bestimmte Entwicklungen sich gestalten, aber vor allem, dass man auch Lösungen aufzeigt. Wir sind dann diejenigen, die abwägen müssen, entscheiden müssen, auch verschiedene Erkenntnisse nebeneinander legen müssen und dann gucken, was ist jetzt der richtige Weg. Aber die Pandemie, die hat gezeigt, ohne Wissenschaft stünden wir jetzt gar nicht an dem Punkt, wo wir sind. Und gerade mit den verschiedenen Impfstoffen, die aktuell auf dem Markt sind, ist wirklich eine wissenschaftliche, wir haben gerade Olympische Spiele, wirklich Höchstleistung, Weltklasseleistung vollbracht worden. Und bei allem Frust darüber, dass jetzt die Impfkampagne ins Stocken geraten ist, ein Schiebt das an die bisschen, Seite, genau. und dass wir uns überlegen müssen, ich meine, die Wissenschaft hat quasi geliefert, die Politik hat auf den unterschiedlichen Ebenen jetzt den Impfstoff besorgt, er ist da, und jetzt geht es doch wirklich darum, dass alle sagen, wir wollen das Ding in den Griff kriegen, und das schaffen wir. Nur auch das hat die Wissenschaft sehr, sehr früh
schon Mitte, Ende letzten Jahres gesagt, wenn Impfstoff da ist, wird das der entscheidende Schlüssel sein, um die Pandemie einzudämmen. Und ja, da muss man doch nur verbrennen. Frau Fegewart, in den 10 Minuten mit Ihnen habe ich eine völlig, völlig neue Sicht der Dinge. Wissenschaft und Forschung in Verbindung mit Dynamik, das war mir ja völlig fremd. Also diese Dynamik, die Sie da hineinbringen, also ich finde es ganz, ganz große Klasse. Was hat denn Hamburg aktuell, ich habe ein bisschen recherchiert, über DESI wurde ja auch an dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer, glaube ich, so eine Grundlagenforschung gemacht, ne? Mhm. Ja, also ohne die Werkzeuge, also ohne die Geräte am DESI und natürlich auch die dortigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wobei das ein tolles Beispiel für Kooperationen auch mit anderen Standorten und anderen Forschungsteams ist, wären wir da jetzt noch überhaupt nicht so weit. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sage, den gäbe es da nicht, wobei uns liegen auch Empfehlungsschreiben vor, aus denen das hervorgeht. Ja, wir haben durch unseren Forschungscampus in Bahrenfeld, durch die Elektronenbeschleuniger, durch den European XFEL, also diesen 3,5 Kilometer langen größten Röntgenlaser der Welt unterirdisch, also unsere ELFI unter der Erde, viele andere Einrichtungen. Es gibt dann noch Beschleuniger, Ringe, Petra 3, ich will die ganzen Namen jetzt alle gar nicht nennen. Es lohnt sich für alle, also die jetzt zuhören und zugucken, sobald das wieder möglich ist, auch mal mit einer Gruppe Betriebsausflug oder aus Interesse mit der Familie zum Campus zu fahren und sich dort anzugucken, was sich da abspielt. Das ist wie eine kleine Stadt in der Stadt. Okay. Und daraus entwickelt sich jetzt die Science City Hamburg-Bahrenfeld mit Wohnen, Arbeiten, Leben, alles dort am Standort. Das wird die nächsten 10, 15, 20 Jahre dort den ganzen Bezirk, aber vor allem diesen Stadtteil nochmal mit ganz neuem Leben beleben. Also da gibt es eine ganze Menge und wir haben an vielen Stellen haben wir Forschung rund um Corona am UKE selbstverständlich. Heinrich Pette Institut heißt jetzt nicht mehr so, also HPI, Institut für experimentelle Virologie, Bernhard-Nocht-Institut. Wir haben, das wissen auch viele nicht, mit dem Hamburg Institute for Health Economics an der Universität Hamburg das führende Institut, das beispielsweise schon letzten Sommer ganz relevante Studien gemacht hat, auch im Vergleich der Länder zu Impfbereitschaft beispielsweise oder Ursachen dafür, warum sich Menschen nicht impfen lassen, Korrelationen zwischen Bildungsgrad und Impfniveau etc. Also wir haben an vielen Stellen, an der Technischen Universität, wir haben, was das Themenfeld Psychologie angeht, also rund um Corona extrem viel. Wir haben das ganze Thema Klima, Klimawandel, Klimafolgenforschung mit dem deutschlandweit einzigen Exzellenzcluster, dem sogenannten CLICS. Und da sind nicht nur Forschende der Universität Hamburg, sondern auch Praxiseinrichtungen mit dabei, um das Thema, was können wir eigentlich tun gegen den Klimawandel, auch Klassen, Jugendlichen, der Gesellschaft. Liebe Frau Fegewart, ich unterbreche die äußerst ungern, aber wenn wir so weitermachen, ist unsere Zeit gleich rum. Ja, ich hab noch ein, zwei Fragen. Genau, die ich doch machen will mit Ihnen. Und zwar hatte ich vor 2 Wochen, glaube ich, war es, Ihren Kollegen, Ihren Senatskollegen, den Dr. Dressel hier im Gespräch. Und da ging es darum, dass wir mal gefragt haben, wie sehen eigentlich diese Sitzungen aus, wenn Sie so, da hatten Sie sich, glaube ich, vor der Ferienzeit immer dienstags getroffen. Und er hatte gesagt, das ist immer alles sehr harmonisch, was da so gemacht wird. Ist es tatsächlich so harmonisch? Und wann treffen Sie sich dann beim nächsten Mal wieder? Nie würde ich dem lieben Kollegen Andreas Dressel widersprechen, das dachte ich mir. Weil er auf dem Geld sitzt. Und ich will es mir mit ihm nicht verscherzen, muss ich aber auch gar nicht, weil wir wirklich, wir beide, aber auch im gesamten Senat ein sehr gutes Auskommen haben. Das wundert immer viele, die in anderen Bundesländern oder gar im Bund Politik machen, weil dort zum einen, denke ich, der Ton etwas rauer ist und zum zweiten das Bestreben, sich so aneinander abzuarbeiten und öffentlich auf der Bühne zu fetzen und zu duellieren und immer Kapital dann auch mal aus den Fehlern der anderen zu schlagen. Ja, das haben wir bestimmt auch rund um Wahlkampfzeiten. Aber wir sind
wir sind doch angetreten, um die Probleme der Menschen in dieser Stadt zu lösen, und zwar vernünftig zu lösen. Und dazu gehört, dass man mit ruhiger Hand, aber auch gleichzeitig klarem Kopf und heißem Herzen und vor allem vielen, vielen guten Ideen in der Regierung zusammenarbeitet. Und das versuchen wir im Senat zu tun und auch umzusetzen. In der Tat, wir haben die letzten Monate viel digital miteinander konferiert. Ich weiß gar nicht, wann unsere letzte Präsenzsitzung war. Und die erfolgte dann auch mit riesengroßen Abständen im Rathaus, im großen Festsaal. Wer von Ihnen schon mal da war, weiß, dass der wirklich groß ist. Da haben wir auch Koalitionsverhandlungen letzten Sommer geführt, also auch unter erschwerten Bedingungen. Und ich hoffe wirklich, dass wir Richtung Ende August, Anfang September auch mal wieder in Präsenz zusammenkommen. Das fehlt extrem, dieser Austausch. Sitzungen sind einfach nicht das Gleiche. Frau Fegemann, wir haben in Hamburg um und bei, je nach Zählweise, ungefähr 160.000 bis 180.000 Unternehmerinnen und Unternehmer. Da sind sehr, sehr viele. Um 90%, 92% sind Solo-Selbstständige bzw. Kleinunternehmer in der Betriebsgröße 0 bis 9 Mitarbeiter. Das heißt also, die Masse der Hamburger Bevölkerung ist inhabergeführte Unternehmen in der Betriebsgröße 0 bis 9 Mitarbeiter. Das ist einfach die Masse. Und wir haben das Thema, dass ja der Senat im Moment noch die Situation oder die Meinung vertritt, dass auch doppelt Geimpfte, wenn sie Kontakt zu Corona-Infizierten haben, dann auch in Quarantäne gehen müssen. Das ist natürlich auch für unsere Mitglieder hier, die sich ja genauso wieder abbilden wie der Durchschnitt der Hamburger Unternehmerschaft, natürlich sehr, sehr schwierig, wenn sie dann als Solo-Selbstständige, als Coaches, als Trainer, als was auch immer sie da arbeiten, Grafiker und so und was weiß ich, was kleine Betriebe haben, dann in Quarantäne gehen müssen. Jetzt habe ich von Dr. Tschentscher die Tage gelesen, dass hier möglicherweise das mal überdacht werden soll. Ist das eine Sache, die innerhalb des Senates kommuniziert wird? Bespricht man so etwas? Ja, genau solche Dinge besprechen wir, und wir hatten bisher die Regelung ähnlich, glaube ich, wie in Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein, bin mir gerade nicht ganz sicher, dass die Gesundheitsämter in ihrer Hoheit dann entscheiden, was in dieser Situation passiert. In Niedersachsen, meines Wissens, gibt es diese Regelung nicht. Das ist, finde ich, ein klassischer Fall auch für die nächste Ministerpräsidentenkonferenz, die am 10. August stattfindet. Ich hoffe, dass auch hier mit Augenmaß vorgegangen wird. Denn wir haben ja aktuell auch die Frage rund um das Thema Rechte, Geimpfte, Getestete, Genesene, Zugänge, die Diskussion rund um das Thema Zweiklassengesellschaft und was passiert eigentlich mit denjenigen, die sich impfen lassen könnten, keine Hardcore-Impfgegner sind, aber es nicht machen oder einfach bisher nicht gemacht haben. Was passiert mit dem Thema Testen? Werden die künftig kostenpflichtig? Also da gibt es ganz, ganz viele Fragen zu klären. Übrigens auch das neue Indikatoren-Set, weil die Inzidenz allein nicht mehr entscheidend sein kann. Jetzt bei zunehmendem Impffortschritt und zwar steigenden Inzidenzen, aber offenbar ja geringerer Hospitalisierungszahl aktuell, sodass ich denke, dass wir da eine Regelung auch im Sinne der Geschützten, der doppelt Geimpften werden. Das finde ich ungerecht. Genau, das ist ein Thema, da können wir natürlich auch mehrere Stunden drüber reden, über das die Geschichte. Aber ich muss einfach so ein bisschen etwas kürzer fassen. Und zwar will ich einmal die Ulrike Krämer schreibt hier etwas hinein. Würden Sie gestatten, dass ich die Frau Krämer einmal kurz zuschaltet und die Frage selber? Jetzt kann die machen. Ulrike, du hörst mich hoffentlich. Sei so lieb und stelle Frau Fegemann doch mal selber die Frage. Genau. Ja, ich hatte gestern, glaube ich, war es im Abendblatt gelesen, dass in Hamburg insbesondere die Frauen eben 600 Euro weniger Geld bekommen zur gleichen Position. Warum ist das in der modernen Stadt Hamburg noch so? Weil wir haben ja schon lange moderne Regierung. Und zweitens eben, was können wir da tun, dass das ein bisschen schneller auf die Straße kommt? Kann ja nicht sein, dass Frauen dann bis zur Altersarmut dort benachteiligt bleiben. Und die zweite Frage war die Frage der Social Entrepreneurship. Ist genauso auch wieder eigentlich ein weibliches Thema, wird ja weitestgehend technisch supported. Die großen Investitionssummen gehen Richtung Start-up-Industrie in diese Richtung.
macht Hamburg auch etwas für den Humanismus, für die Menschlichkeit, die Care-Berufe und die Menschen, die sich in diesen Bereichen gründen und ganz wichtig für Städte sind? Frage. Sind Sie da angesprochen, Frau Fiedemann? Ja, das Thema Social Entrepreneurship ist eins, das zunehmend größer wird. Es sich dort viele spannende Startups tummeln, tatsächlich aus den unterschiedlichen Care-Bereichen, aber vor allem auch das ganze Thema Purpose. Also ich gründe auch, um einen Sinn hinter dem zu sehen, was man da tut, hinter dem Produkt, hinter der Dienstleistung. Das ist etwas, wo ich Hamburg sowohl gut auf Kurs sehe, wie auch das Potenzial, dass wir da richtig ein Hotspot werden könnten in dem Bereich, Hotspot im positiven Sinne, nämlich, dass wir da eine Förderstruktur sukzessive aufbauen, dass wir entsprechende Networking und Beratungsangebote machen. Also da spielt das Thema wirklich eine große Rolle, auch im Kontext unserer Clusterpolitik ist das etwas, was ganz oben auf der Tagesordnung steht. Und da wird viel passieren. Das haben wir auch im Kontext der eben angesprochenen regionalen Innovationsstrategie schon mit vielen Playern und Akteurinnen und Akteuren erörtert. Ja, das Thema Gender Pay Gap, das ist, ich will sagen, eins meiner Herzensthemen, gleichzeitig Aufregerthemen. Das ist in der Tat ein Skandal. Auch wenn sich die Zahl leicht verbessert hat, ist die Lohnlücke zwischen dem, was Männer und Frauen im Schnitt verdienen, immer noch viel zu groß. Da sind wir fernab von vollständiger Gleichberechtigung, die ja auch übers Grundgesetz erreicht sein sollte, Artikel 3, und vor allem auch gefördert werden sollte. Das spielt sich großteilig bei privaten Unternehmen ab. Und es gab ja schon oder gibt aktuell Initiativen auf Bundesebene, Entgeltgleichheit, Entgelttransparenzgesetz beispielsweise, ist dort eine Initiative. Ich bin auch absolut überzeugt davon, dass wenn sich Strukturen verändern, Führungsstrukturen verändern, Teams diverser werden, gemischter werden, dass wenn Frauen auf allen Ebenen vertreten sind, in den unterschiedlichen Branchen und Zweigen, dass sich das dann auch auswirkt, Entschuldigung, nicht nur positiv auf die Unternehmenskultur, sondern auch auf den Erfolg des Unternehmens. Das belegen alle Studien. Dort, wo Frauen mit am Hebel sitzen, an den Schaltstellen, am Ruder, am Steuerrad, sind Unternehmen in der Regel erfolgreicher. Und das wird sich dann hoffentlich auch auf die Struktur der Gehälter und der Bezahlung auswirken. Wir haben schon sehr lange gewartet, viel zu lange auch immer wieder mit freiwilligen Selbstverpflichtungen, die zu nichts geführt haben. Und deshalb bin ich, obwohl ich vor Jahren auch noch sehr skeptisch auf die Quote geblickt habe, inzwischen eine absolute Anhängerin der Quote, ein absoluter Quotenfan, weil das genau diese eben angesprochenen Missstände hoffentlich auch schneller beheben kann, als es die letzten Jahrzehnte gedauert hat. Denn das ist eine schreiende Ungerechtigkeit. Und Sie haben ja eine Folgewirkung auch schon richtig benannt, nämlich das Rutschen dann in die Altersarmut. Auch wenn sich das aktuell in Zahlen schon andeutet, so wird das in 10, 15, in 20 Jahren wird das dann echt richtig, richtig reinhauen. Frau Fegemann, vielen Dank. Erstmal für die, ich merke, es geht Ihnen ja nicht so sehr gut im Moment. Deswegen will ich das auch jetzt nicht zu lange ziehen da mit Ihnen, sondern ich habe noch zwei kleine kurze Themen. Und zwar, Sie sind ja Kraft Ihres Amtes in Hamburg haben Sie einen gewissen Einfluss auf das, was Sie halt eben tun in Ihrem Amt, Wissenschaft und Forschung. Viel größer wäre der Einfluss natürlich, wenn man aus Berlin etwas in dem Bereich zu sagen hätte. Am 26.09. findet bekanntlich die Bundestagswahl statt. Sind Sie ambitioniert für das Amt der Bundesministerin? Unter Umständen sieht man eine Katharina Fegebank möglicherweise ab Oktober öfter in Berlin? Furchtbare Frage, also, oder? Nö, ich bin ganz gespannt und gelassen. Also zuerst geht es jetzt wirklich erstmal darum,
dass wir nicht nur super Ergebnis holen, sondern dass wir jetzt die nächsten 2 Monate als Grüne, und das ist ja meine Partei, genau, dass wir es wirklich auch schaffen, anzugreifen und in dieser ja spannenden Wahlauseinandersetzung, Klammer auf, wer behauptet, die Wahl sei schon gelaufen, der scheint nicht so viel mitbekommen zu haben, ja, wie volatil Umfragen gerade sind, was eigentlich jeden Tag jetzt gerade an Themen heiß diskutiert wird. Da ist also noch wirklich alles drin. Der Wahlkampf, der geht jetzt erst so richtig los und ich möchte einfach, dass wir am Ende die Nase vorn haben, Spielfreude jetzt gewinnen und dass wir die Themen wieder in den Mittelpunkt stellen. Und was sich dann wieder raus ergibt, das kann man nie sagen. Ich bin erstmal sehr ambitioniert, hier in Hamburg gut weiter Politik zu machen. Das ist jetzt hier gerade mein Platz und ich drücke Annalena Baerbock und natürlich Robert Habeck und all den Freundinnen und Freunden in Berlin ganz, ganz doll die Daumen. Wie stellt man sich da Ihren Terminkalender vor? Sind Sie dann für Wahlveranstaltungen gebucht oder wie funktioniert so etwas? Ja, wir machen ja hier einiges. Wir haben ja auch eine Hamburger Liste, ja, mit Kandidatinnen und Kandidaten, die jetzt in den Wahlkampf richtig einsteigen und die sich bekannt machen müssen, die ihre Themen auch präsentieren wollen. Und dann haben wir Besuche von Annalena Baerbock und Robert Habeck und anderen Spitzenpolitikern der Grünen. Stehen die Termine da schon fest, wann die beiden in Hamburg sind? Meines Wissens ja, aber da bitte ich einmal um Nachfrage bei unserer Partei. Ja, ja. Die habe ich tatsächlich jetzt hier nicht präsent. Aber ja, die sind hier und da bin ich dann natürlich auch dabei, rund um diese großen Termine, die dann auch für Zuschauer gemacht sind. Gibt es oft auch Unternehmensbesuche oder Einrichtungen, die man dann miteinander besichtigt. Und da bringe ich mich ganz aktiv ein. Ja. Gut, ich sehe auch, dass im Netzwerk hier auch Sympathien gehegt werden. Das bleibt alles offen. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, ich freue mich hier über jede Stimme natürlich. Für uns und gerne auch für unsere Politik hier in Hamburg und bin gerne bereit, und das habe ich jetzt sowohl mit dem Handwerk gemacht, als auch immer wieder mit den unterschiedlichsten Unternehmen, wenn da Anfragen kamen, dass ich auch gerne vorbei gucke und mir ganz genau angucke, was sie bewegt, was sie beschäftigt, was sie erwarten, auch von uns hier in Hamburg, aber auch in Berlin. Okay. Also wir machen es eigentlich so, wir kommen ja langsam zum Schluss, wir machen es eigentlich so, dass ich meine Gesprächspartner immer frage, ob sie damit einverstanden sind, dass man sie auch per E-Mail kontaktieren kann. Ich habe ja mit Herrn Mentala die Verbindung. Ich glaube, da könnten wir nochmal die E-Mail-Adressen dann austauschen. Wer da etwas für Sie hat, kann die dann auch über Herrn Mentala sicherlich dann direkt kontakten, ne? Nehme ich mal an. Selbstverständlich. Also ich bin da wahnsinnig aufgeschlossen. Nutzen Sie alle Wege, die es gibt, sei es per E-Mail, sei es auch über die sozialen Medien. Und ich freue mich über Austausch, ich freue mich über Begegnung, ich freue mich über Einladung, weil ich, das haben Sie, glaube ich, eben gemerkt, nicht nur brenne für die Themen, die ich mache, sondern ein ganz großes Interesse daran habe, dass es mit Hamburg und der Metropolregion und dem Norden weiter gut vorangeht. Da hängen wir manchmal noch ein bisschen hinterher, auch im Nord-Süd-Vergleich. Und das ist mein Ziel. Ich bin, ich will nicht sagen, immer von sportlichem Ehrgeiz gepackt, aber ich finde, in den Wettbewerb können und müssen wir selbstbewusst rein. Und deshalb hoffe ich, dass ich auch viel lerne über das, was Sie machen, Ihre Unternehmensziele, Ihre Produkte, Ihre Ideen, Ihre Dienstleistungen. Und wo Hilfe noch von Seiten der Politik oder Rahmenbedingungen geändert werden müssen. Ich sehe hier gerade noch eigentlich eine ganz spannende Frage von dem Herrn Wenström. Viele Unternehmer empfinden Grüne als wirtschaftsfeindlich, also ich persönlich jetzt nicht, aber was würden die Ihnen sagen, warum sollten Unternehmer, also gerade so Kleinunternehmer, ihre Partei wählen? Na, ich würde erstmal die Frage zurückstellen, woran machen Sie das fest? Okay. Ist das so ein althergebrachtes Klischee und Vorurteil, wie das Thema Grüne wollen allen alles verbieten, was ja nun nie der Fall war, aber vor allem in den letzten Jahren gar nicht mehr der Fall ist? Und dann würde ich Sie natürlich einladen, nochmal mit mir ins Gespräch zu kommen, denn ich bin ja der festen Überzeugung, dass nur mit den Grünen die ökologisch-soziale Transformation
des gesamten Wirtschaftsstandortes, angefangen von den kleinen, mittelständischen, dem Handwerk, den großen Unternehmen, Familienunternehmen auch tatsächlich gelingt. Denn wir wollen doch, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind. Wahlen werden auch natürlich über die Wirtschaft gewonnen. Darüber, wie wir Arbeitsplätze von heute erhalten, vor allem aber die von morgen schaffen, unseren Wohlstand erhalten, aber weiterhin auch wettbewerbsfähig bleiben. Und zwar nicht nur im deutschen und europäischen, sondern eigentlich ja auch im weltweiten Vergleich. Und da bin ich schon so selbstbewusst zu sagen, dass dort die Grünen viele gute Angebote machen, mit den Unternehmen gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und fände es schön, wenn sich möglichst viele auch darauf einlassen würden. Auf diesen Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, dass Sie garantiert heute gepunktet haben, mit Ihrer offenen, sympathischen, sehr dynamischen, freundlichen Art, uns etwas über Wissenschaft und Forschung hier zu erzählen und was Hamburg, weil das ist wirklich so ein Thema für uns Kleinunternehmer, wenn man eher sagt, das ist so verstaubt irgendwie. Aber so wie Sie das jetzt hier rübergebracht haben, ist das total spannend. Also da Glückwunsch. Darf ich noch eins sagen, weil mir wichtig ist? Ich habe ja einen ganz engen Draht zu unserem Kollegen nach Baden-Württemberg. Und was mich da seit vielen Jahren und Jahrzehnten, und das Gleiche gilt übrigens für Bayern, also um unverdächtig zu sein, was die politische Farbe angeht, ja, was mich da wirklich fasziniert, wie früh man den Hebel umgelegt hat, von ziemlich agrarisch geprägten Ländern zu sagen, unsere Chance auf eine gute, auf eine erfolgreiche Zukunft, in der alle ein gutes Leben haben und wir in Wohlstand miteinander sind, ist doch tatsächlich, wenn wir beste Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen schaffen, gute Rahmenbedingungen für Wissenschaft und Forschung und die so zusammenbringen, dass auch kleine Unternehmen sagen, ich will davon profitieren, ich will Kontakte in die Hochschule, ich hole mir jemanden rein, der oder die ihre Diplomarbeit oder Masterarbeit schreibt, um wirklich die besten Ideen zu bekommen und in dem Bereich, wo man als Unternehmen unterwegs ist, nach vorne zu kommen. Delegationsreisen finden in der Regel in Baden-Württemberg Wirtschaft, Wissenschaft statt. Und wir haben diesen Weg jetzt auch seit einigen Jahren hier gemacht. Und ich habe wirklich, das sind nicht nur hohle Phrasen, ich habe wirklich ein großes Interesse daran. Ich kann mich nicht mit einem von Ihnen persönlich treffen. Aber wenn man nochmal so ein Forum macht und Sie sagen, da haben Sie Fragen, da bräuchten Sie einen Kontakt, da können wir vielleicht helfen. Das erwarten Sie von der Politik. Hier muss gesetzgeberisch was geändert werden. Ich bin da wirklich bereit und aufgeschlossen, weil ich einfach möchte, dass... Also ganz, ganz herzlichen Dank für das Angebot. Wir werden darauf zurückkommen. Also ich finde das ganz toll, auch wie Sie es rüberbringen. Und das ist alles fundiert, macht für mich sehr viel Sinn, das zu machen. War mir vorher auch so in dem Maße nicht bekannt. Wir werden mal schauen, vielleicht machen wir, wenn wir uns wieder analog begegnen können, das ist ja immer das Problem an der Geschichte, dass wir uns vielleicht tatsächlich mal im Elysée oder wo auch immer mal nochmal einen Forum machen mit Publikum. Und da hat das Thema auch nochmal aufgehoben. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Ne? Okay, ja. Allerletzte Frage, bevor es jetzt wirklich Schluss ist. Ich habe mir noch aufgeschrieben, die letzte Frage ist tatsächlich grün-weiß. Und zwar lautet die, wo landet Werder Bremen am Ende der Saison, Frau Fegmann? Damit mussten Sie rechnen. Ja. Ich weiß, dass Sie Fan sind. Ja, das stimmt. Da ist man in Hamburg, muss man sich ja so ein bisschen zurückhalten immer. Dann sage ich immer, ich war und bin immer noch gerne auch beim ersten FC St. Pauli. Das ist ja die totale Hammer-zweite Liga, die eigentlich Super League, ne? Mit vielen Derbys und echten Begegnungen in dieser Saison. Ja. Ich fürchte, auch wenn ich das gar nicht gerne laut aussprechen mag, dass der Wiederaufstieg wahrscheinlich nicht sofort wieder gelingt und man erstmal aufpassen muss, nicht jetzt nochmal weiter abzurutschen. Das ist ja ein Schicksal, das viele Erstliga-Absteiger schon ereilt hat. Deshalb hoffe ich, dass die sich irgendwie stabilisieren und auch mental klarkommen jetzt in der neuen Rolle zweite Liga und dann irgendwann wir den Aufstieg wieder feiern können. Aber ich denke, dass diese Saison erstmal wird wirklich hart. Ich lese gerade, hat Ihr Vater Sie mit nach Bremen genommen oder wie sind Sie zu Bremen gekommen? Ja. Also mein Vater ist wirklich hardcore Werder-Fan. Der ist gebürtiger Bremer, aber das haben Sie ja eben auch korrekt vorgetragen. Meine Familie, ich nicht, aber meine Familie immer noch in Bargteheide. Und fährt, so gut es geht, immer noch zu jedem Heimspiel. Jetzt in Corona-Zeiten ist natürlich Laute gewesen.
aber früher dann auch zu den näherliegenden Auswärtsspielen. Ich bin, ja, das ist mir in die Wiege gelegt worden. Das, ja. Da kann man dann ja auch nicht raus, ne? Frau Wegmann, was soll ich dazu sagen? Also sehr sympathisch, sehr, sehr angenehm das Gespräch mit Ihnen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich in dieser Situation, wo es Ihnen nicht so ganz so gut geht, die Zeit für uns genommen haben. Unsere Zeit ist jetzt auch schon abgelaufen. Ich mache noch kurz, Sie haben natürlich das letzte Wort gleich, aber ich mache noch ganz kurz den Abspann. Also wer möchte, gibt uns bitte seine Kontaktdaten beziehungsweise schreibt das hier hinein. Wir freuen uns natürlich, wenn in den Livestream auch ein Like irgendwo für uns, dass es euch gefallen hat, wenn ihr euch das uns geben könnt. Für alle, die gern auf die Teilnehmerliste wollen, schreibt das bitte hinein beziehungsweise schickt uns an mpointbiz einfach eine kurze Mail und ihr bekommt dann die Teilnehmerliste von all denen. Klar geben wir die Teilnehmerliste nur von denen raus, die auch selber ihren Namen da drauf schreiben. Das ist ja Logo, ne? Also wer das machen möchte, soll das gerne machen. Von daher ein kleiner Veranstaltungshinweis habe ich noch. Frau Professor Dr. Gesine Schwan ist, ich glaube, in 2, 3 Wochen hier bei uns im Gespräch. Das wird auch eine spannende Sache, das mal da etwas zu hören. Und am 27.08. unser M-Point Sommerfest. Ihr findet das alle im M-Point Inventarium, unserem Veranstaltungskalender. Da sind noch ein paar wenige nur noch Plätze frei. Wer da mitmachen möchte, soll gerne hinein. Ich sehe hier das Feedback. Danke für den super Austausch. Das finde ich auch. Frau Fegebank, wie war es für Sie? So, ich bin hier schon am Abschlussweg. Ich fand es auch super. Das geht ja dann immer schnell vorbei, so 30 ja. Minuten, gut 30 Minuten. Und ich habe es eben auch noch mal in den Chat geschrieben. Also bei Fragen wirklich gern noch mal eine E-Mail schreiben oder Kontakt suchen über die sozialen Medien, Twitter, Facebook, Instagram. Und auch für Terminanfragen stehe ich sehr, sehr gerne zur Verfügung. Also wenn Sie mir Ihr Unternehmen zeigen wollen, wenn Sie irgendeine Idee präsentieren möchten oder auch sonst einfach in den Austausch kommen wollen. Ich freue mich wirklich sehr und das ist ja auch Teil meiner Aufgabe und im Stadtstaat Hamburg noch einmal leichter vielleicht als in der Fläche oder wenn man irgendwo in Berlin sitzt und dann die ganze Republik im Blick haben muss. Frau Wegemann, dann schließe ich hier und sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Sage vor allen Dingen gute Besserung für Sie, ja. Dass Sie bald wieder Ihre Stimme alle wieder fit sind und so weiter. Ja, es hat ja ganz gut geklappt. Genau. Ich war bis gestern früh gar nicht da und jetzt versuche ich nochmal husten und den Rest. Okay, ich fand es grandios. Vielleicht begegnen wir uns auch mal, wenn es wieder möglich ist, irgendwo mal in einer analogen Geschichte. Dafür bleibe ich mit Herrn Metaller da in Verbindung. Darf mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit bedanken. Darf mich bei allen Zuschauern und Zuhörern hier bedanken, dass ihr uns so, dass ihr so lange dabei wart. Bleibt einfach dabei. www.mpointbiz könnt ihr euch im Portal anmelden. Das weiß ja mittlerweile so ziemlich jeder. Und schauen, was da für nächste Veranstaltungen laufen. Und bleibt uns gewogen. Von daher darf ich mich verabschieden und sage Dankeschön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.